Hi, ACG hier. Wir sind normalerweise Meisterbetrieb, aber ich will meinen Traum erfüllen und einen S3 auf jeden Fall türen. Standhafte 700 PS wollen wir machen, kann auch mehr werden. Was wir dafür auf jeden Fall benötigen, ist ein größerer Turbolader. Es kommt ein GT30 rein, dann Motor standhaft machen natürlich. Da müssen wir mal sehen, ob wir das selber machen oder wegschicken. Dann werden wir die Bremsen upgraden, größere Bremsen kommen rein. Semi-Sticks kommen rein, größere Felgen kommen rein, Fahrwerk natürlich, ne? Fahrwerk muss auf jeden Fall besser werden, also kommt Koni-Fahrwerk rein und ja, und dann wollen wir das alles auf YouTube festhalten, mal schauen, wie es wird. Ne? Wie man sieht, ist der Motor komplett ab, ja, und den werden wir nochmal auseinander pflücken und danach halt einmal verstärken. Was da jetzt alles reinkommt, das müssen wir nochmal sehen, einmal komplett auseinandernehmen. Es kann sogar sein, dass wir einen anderen Block nehmen, weil der Block hier ja ist nicht so standhaft. Mal schauen, vielleicht nehmen wir einen TDI-Block, aber das sehen wir später. Den Kopf werden wir erstmal nicht bearbeiten. Ja, was wir auf jeden Fall noch machen, sind die Bremsen. Das ist klar, der ist schon drauf. Ich warte eigentlich auf die Scheiben. Die Scheiben sind noch nicht da. Ja, und was wir auf jeden Fall auch haben, ne? Einmal OZ-Felgen. Und Semi-Slicks, ja, bei mir ist Sicherheit, steht ganz groß bei mir auf jeden Fall. So, Koni-Fahrwerk kommt rein, der ist noch nicht, der ist komplett, aber der ist noch nicht drin, das werden wir noch mal schauen. Ja, und dann, ja, brauche ich ja nicht viel sagen, was wir noch machen. Ladeluftkühler kommt natürlich rein, hier sind die Bremsen, Dompipe, Auspuffanlage, ne, anderer Krümmer, ist klar, da ist das schöne Ding hier mit dem Turbo, GT30. Ja, da werden wir mal schauen, wie wir den da reinfummeln. Aber es gibt ja auch so viele Leute, die das gemacht haben. Also werden wir auch kein Problem haben. Natürlich, der Dompipe muss geschweißt werden. Der hat ein V-Band hinten. Ne? Das werden wir auch noch zeigen. Das wird ein Kollege machen. Der kann gut Edelstahl schweißen. Und das werden wir mal sehen, wie das wird. Ja, hier sind nochmal die Bremsen. Spurplatten, weil die passen ja nicht drauf. Ne, das sind ja eigentlich 5x100. Darum auch die Scheiben, die ich umbohre, sagt man dazu. Umbohren habe ich auch noch nie gemacht. Auch das erste Mal. Die müssen auch jetzt morgen oder da sein. Mal schauen, wie die das macht. Das macht übrigens Epitech. Noch nie gemacht. Auch das erste Mal. Ja, bei dem Motor brauche ich nicht viel sagen. Ne? Da, ja, wissen auf jeden Fall sehr viele. 1.8T APY. Da brauchen wir nicht viel sagen. Was wir auf jeden Fall dafür stärken, sind Kolben, Pleuel, Lagerschalen und so weiter. Kupplung kommt auf jeden Fall neu rein von Sachs Performance, weil wir um die 700-800 Newton aushalten sollen. Ja, und dann ja, und dann noch verstärkte Antriebswellen. Die eine habe ich schon da, links muss noch kommen. Ja, soweit sieht der Wagen dann natürlich auch original aus. Ne? Also nur die Bremsen werden den halt von außen ein bisschen verraten, die Auspuffanlage ein bisschen. Aber ansonsten wird der Wagen eigentlich ganz original bleiben. Das ist unser Ziel auf jeden Fall. Und natürlich alles muss eingetragen werden. Mal schauen, wie das wird. So, Motor werden wir auf jeden Fall verstärken. Wie wir das machen, das weiß ich noch nicht ganz. Ob wir das selber machen oder ob wir das abschicken. Ich habe ja gehört, in Dortmund soll eine sehr berühmte Firma sein, die das macht. Das müssen wir schauen, wie wir das machen. Es kann auch sein, dass wir es selber machen mit einem Kollegen. Ja, standhafte 700 PS wollen wir auf jeden Fall haben. Und wie wir das machen, ob wir einen anderen Block nehmen, andere Kuppelwelle nehmen, ob wir den aufbohren auf 2 Liter, das ist alles noch offen. Ne? Also wenn ihr was Besseres weißt, schreibt in die Kommentare. Also, weil wie gesagt, wir machen das auch nicht immer. Das ist auch das erste Mal, dass wir sowas machen. Natürlich Motoren auseinanderbauen, zusammenbauen, macht man, aber in man macht es aber nicht so standhaft, ne? Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe natürlich ein paar Videos gesehen oder ein paar Leute kennengelernt, die das machen. Aber da habe ich auch nicht hinterfragt, wie die das machen, was achtet man drauf. Also das will ich selber machen und mal schauen, wie das wird. Das war immer schon mein Traum. Und ja, und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Und danach freuen wir uns auf jeden Fall. Also ich freue mich tierisch, das ist nicht normal. Ne? Mal schauen. Ne, man hat ja natürlich mal so K04 Turbolader mal umgebaut und dann Software drauf, um die 300 PS, aber
Das ist nicht das Gleiche. Darum freue ich mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ja, und sorry, dass es so aussieht. Natürlich, so sieht es aus, wenn ein Meister arbeitet. Ne? Meine Azubis sind nicht so, ich bin so. Und deswegen, dieser Bereich hier komplett ist für die nächsten Wochen für mich reserviert. Okay? Auf jeden Fall, wenn ihr Anregungen habt oder Tipps habt, was ich besser machen kann, einfach her damit und ja, dann schauen wir mal, wie das wird. Okay? Mein erstes Video, bitte nicht böse sein, wenn ich nicht gut rüberkomme. Egal, Hauptsache wir machen das irgendwie fertig.